So. Grundsätzlich erstmal beim Lasern gilt, es gibt zwei verschiedene Arten, wie die Maschine arbeitet. Einmal die normale Gravur und einmal das Schneiden. So beim Gravieren kann man hier sehen, macht die Maschine nichts anderes als das Abzeilen der Grafik, die ich erstellen möchte, und fährt dann wie ein Tintenstrahldrucker immer hin und her, bewegt dann nur eben nicht das Werkstück, sondern bewegt den Kopf auch in der anderen Achse. So, und beim Schneiden ist es so, dass ich den Vektor, den ich erstellt habe, eben als Kontur abfahre und das Teil hinterher als fertiges Teil aus der Maschine fällt. So muss man sich das vorstellen. Ein bisschen Technik, damit man weiß, wie so eine Maschine grundsätzlich funktioniert. Ich habe hier so einen Aufriss von oben mal schematisch dargestellt. Wir haben in der Regel im hinteren Bereich der Maschine die Laserröhre, wo der Lichtstrahl erzeugt wird. Der wird dann über Spiegel auf den entsprechenden Laserkopf umgelenkt. Hierbei muss immer klar sein, dass die Spiegel wirklich perfekt ausgerichtet sein müssen, damit der Laserstrahl auch hier tatsächlich an der richtigen Stelle und in der richtigen Form rauskommt. So, wenn man diese Grafik von vorne sieht, kommt der Laserstrahl irgendwann an dem letzten Spiegel an und wird dann senkrecht, in die Linse geleitet, wo dann der eigentliche Energiestrahl erzeugt wird. So, ich habe hier oben mal, Bilder von Spiegel und Linse eingefügt. Die Spiegel sind also haben eine hochveredelte Oberfläche, die also wirklich garantiert, dass das Licht relativ verlustfrei weitergeleitet wird. Und die Linse ist im Grunde genommen ich sag mal, ein Glasplättchen, wie man von der Brille kennt, die auf einer Seite gewölbt ist. So, was passiert jetzt? Hier kommt jetzt der ursprünglich erstellte Laserstrahl an, trifft auf die Wölbung auf, wird in dieser Wölbung entsprechend umgelenkt und gebündelt und hat dann irgendwann den Punkt, wo die meiste Energie ist, also diesen Energiepunkt, und diesen Abstand von der Linse zum Werkstück beziehungsweise zum Energiepunkt, den nennen wir Fokus. Man findet dann auch immer verschiedene Linsen, die dann verschiedene Fokusweite angeben. Damit kann ich im Endeffekt die Feinheit bestimmen und auch den Abstand zum Werkstück. So, welche Anwendungsgebiete haben wir? Der Klassiker, würde ich mal sagen, sind Geschenkartikel. Im Grunde genommen sind so viele Materialien zu lasern und zu personalisieren und zu kennzeichnen, dass da der ganzen Geschichte fast kein Ende gesetzt ist. So, in der Thematik gehören rein die Werbemittel, die eben durch das Personalisieren dann diese persönliche Geschichte erhalten. Pokale und Auszeichnungen, sowohl einmal Pokale, die man von entsprechenden Lieferanten von der Stange kaufen kann. Da werden dann entsprechende Bereiche gelasert oder aber mit zusätzlichen Plättchen versehen, mit Markierungen, wie auch immer. Oder aber man fertigt die komplett selber, je nachdem, was für die Thematik gefordert wird. Gibt es also auch die Möglichkeit, die zu konstruieren, zu gravieren, zu schneiden, wie auch immer. Wir haben die klassische Kennzeichnung, die man viel aus der Industrie kennt, wo Bauteile gekennzeichnet werden. Personalisieren hatte ich gerade schon angesprochen. Da geht es dann zum einen einmal um die Personalisierung von Werbemitteln und Geschenkartikeln, aber auch um die Personalisierung von eben Bauteilen, die Seriennummern erhalten oder irgendwelche anderen bezogenen Kennzeichen auf dieses eine Bauteil. Wichtiges Thema sind Stempel, Holzstempel, Automatikstempel, kleine Stempel, große Stempel. Gibt es extra eine Druckfunktion für in den Ausgabeprogrammen, um auch diese Kegeligkeit dieser Stempel zu erhalten. Für mich wichtiges Thema Werbetechnik. Ich habe 2003 meinen ersten Laser gekauft, der im Ursprung dafür da war, meine Ambitionen immer mehr und immer andere 3D-Buchstaben zu erstellen, zu ergänzen, die ich bisher mit der Fräse gemacht habe. Das hat alles nach unten hin irgendwo mal Grenzen. Und hatte dann gedacht, mit dem Laser kann ich diese Geschichte ergänzen und nach unten hin auch kleinere Buchstaben machen. Hat sich allerdings dann in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil wir machen also dieses ganze Spektrum, was man hier sehen kann, machen wir also auch alles hier neben der Werbetechnik. So, man kann Teile fertigen für Industrie, Handwerk, was auch immer, in den unterschiedlichsten Materialien, sind häufige Anfragen, wo man
wo wir dann wirklich der Lückenbüßer sind, weil irgendwo einer nicht schnell genug liefern kann. Die können wir also durchaus auch machen. Textilveredelung ist ein wichtiges Thema. Zum einen alles, was mit Gravieren und Schneiden zu tun hat, wenn es darum geht, Patches zu machen, die man irgendwo aufbügeln oder aufsticken will. Wir schneiden, ich sag mal, zu 95% Flexmaterialien mittlerweile nur noch mit dem Laser und nicht mehr auf dem Plotter, weil man da einfach wesentlich flexibler ist und wesentlich präziser mitarbeiten kann. Und last but not least, Modellbau, also die Fertigung für Modellbauteile, für Flugmodellbau, Schiffsmodellbau, das wird immer mehr. So, welche Materialien lassen sich lasern, sowohl gravieren und schneiden? Ganz vorne wird Acryl bzw. Plexiglas, lässt sich super gravieren und es lässt sich auch super schneiden und hat direkt eine kristallklare Kante, so wie man das von polierten Kanten kennt. Es gibt viele andere Kunststoffe, die sich bearbeiten lassen. Wichtig wäre, dass die PVC-frei sind, um einfach irgendwelchen giftigen Dämpfen auszuweichen. Also PVC ist absoluter Gift für einen CO2-Laser. Es gibt spezielle Gravurmaterialien. Die kennt man zum Beispiel von den Stempelherstellern, wo man auch sein Türschildchen gravieren lassen konnte. So Sandwich-Material, wo der Kern weiß ist und die Deckung schwarz. Und nach dem Weggravieren hat man dann die weiße Schrift, die durchscheint. War früher immer PVC-haltig, gibt es mittlerweile unendlich viel, auch speziell für den Laser, auch mit gebürsteten Oberflächen, metallisch anmutend in den unterschiedlichsten Farben. Also wirklich, Wünsche bleiben da keine mehr. Holz ist ein gutes Thema, sowohl Vollhölzer, ist immer so ein bisschen leistungsabhängig, was der Laser tatsächlich kann, und auch sehr viel Sperrholzer, die man dann entweder als zum Gravieren nimmt oder auch richtige Teile mit draus fertigen kann. Glas und Spiegel sind Materialien, die relativ häufig vorkommen. Glas zum Beispiel auch, wenn es um Flaschen und Trinkgläser geht, dafür gibt es eine extra Rundvorrichtung. Und Spiegel im Deko-Bereich laufen relativ häufig, wo man meistens, nicht immer, aber meistens die Rückseite graviert, um die Spiegelfläche wegzunehmen. Hätte dann noch die Möglichkeit, die sogar von hinten zu beleuchten. Metalle kann man lasern, hatte ich jetzt eben bei der Kennzeichnung. Läuft viel für Industrie, Sägeblätter, Ersatzteile, was auch immer. Textilien ist ein Thema, wo sich manche wirklich tatsächlich auch spezialisiert haben. Also es gibt Leute, die machen nichts anderes als Fließmaterial zu gravieren, wo nichts anderes passiert, als dass diese Härchenoberfläche, also diese Fließoberfläche angraviert wird und dann ein bisschen Material abträgt und auch seine Farbe verändert, ist auch so ein bisschen materialabhängig. Flexmaterial hatte ich gesagt, Jeans kann man schneiden und auch gravieren und im Grunde genommen ist die Fantasie, die Möglichkeiten begrenzt. Gummi lässt sich schneiden. Je nachdem, was für Gummis sind, sollte man das vorher auf jeden Fall ausprobieren. Aber die meisten, die ich hier bis jetzt hier hatte, die funktionieren. Kann man Dichtungen draus machen. Leder lässt sich super schneiden. Habe ich auch gleich ein Beispiel für. Und entsprechend gravieren. Schaumstoffe sind ein Thema für einen Laser. Dadurch, dass der die Schneidkanten auch direkt wieder verschließt und dass die da nicht ausfransen. Schiefer machen wir sehr, sehr häufig. Dadurch, dass wir hier im Bergischen Land sind, ist das für uns ein gängiges Material. Wir haben also hier Dachdecker, die dann Häuser verschiefern und sich dann eine Schieferplatte lasern lassen mit Datum, Logo, was auch immer. Und man kann sehr viele Naturprodukte gravieren. Bananen, Äpfel, Schaumküsse. Ich habe jetzt in der Doku gesehen, dass in Schweden die Sachen, die in den Laden kommen, alle mittlerweile gelasert werden oder die meisten und dass die da Tonnen an Etiketten sparen, nur weil das Produkt direkt gelasert ist. Und durch dieses Kontaktlose hat man da auch keinen Nachteil durch. So, das sind jetzt hier einige Beispiele, die so im Laufe der Zeit hier entstanden sind. Wir haben hier oben Holz, die als Aufsteller benutzt wurden, die wir gekennzeichnet haben. Das sind hier Baumscheiben als Namenskärtchen für eine Hochzeit. Wir haben hier für eine Werbekampagne Pinsel nummeriert. Da hat dann jeder seinen eigenen Pinsel gekriegt.
Wir haben personalisierte Eintrittskärtchen gemacht, die relativ simpel auf Papier gedruckt, einlaminiert und dann mit dem Laser Kontur geschnitten wurden. Da kann man dann direkt die Lochung und die Kontur entsprechend anpassen und schneiden. Hier nochmal eine Pinselgeschichte. Hier haben wir ein rustikales Bauteil gemacht als Auszeichnung, wo man dann auch gewollt Schmauchspuren erzeugt hat, die man beim Holz nicht immer will. Da zeige ich gleich noch was zu. Das ist diese Fließlasergeschichte, die ich eben angesprochen habe, wo Material abgetragen wird und wo sich dann je nach Fließmaterial auch eine Umfärbung einstellt. Hier sind Lineale gelasert worden, da zeige ich gleich auch noch was zu. Was ich eben sagte, Glas ist immer ein gängiges Thema. Hier haben wir ein Papier gelasert, was dann freundlicherweise auch direkt in der Farbe umgeschlagen ist und nicht einfach nur eine Vertiefung erzeugt hat, was sich hinterher richtig gut gemacht hat. Wir machen relativ häufig Displays als Auszeichnungen mit Beleuchtungen. Dabei haben wir dann die Füße vorgefertigt hier liegen und müssen dann immer nur die Scheibe fertigen. Kennzeichnung von Werkzeugen. Hier nochmal ein paar Displays und hier unten, last but not least, das Lasern von Schiefer. So, das ist das Beispiel mit dem einen Display. Wir haben diese Füße fertig hier liegen. Die sind direkt fertig mit LEDs und mit Anschlussstelle. Wir lasern dann hier unten in das Holz den Namen rein und also fertigen diese Plexiglasscheibe mit der Gravur komplett selbst. Man kann hier als Dateibeispiel sehen, dass die schwarzen Flächen die sind, die alle graviert werden. Und die grüne Fläche ist das, was hinterher ausgeschnitten wird. Und wie man hier sehen kann, direkt mit glänzender Kontur, also mit polierter Kontur, wo sich dann das Licht hinterher auch drin bricht.